Hast du dich auch schon einmal gefragt, was nach dem Tod passieren wird? Ist es das endgültige Ende unseres Daseins, ähnlich wie der Zustand, bevor wir geboren wurden? Oder gibt es eine Art Seele, die nach dem körperlichen Tod weiter existiert und sogar in der Lage ist, wiedergeboren zu werden, um ein neues Leben zu beginnen? Werden wir nach dem Tod vielleicht all die geliebten Menschen wiedersehen, die wir so sehr vermissen? Wir haben uns intensiv mit diesen äußerst interessanten Fragen beschäftigt und sehr lange recherchiert. Was wir über den Tod und das, was nach dem Tod passieren könnte, herausgefunden haben, ist ziemlich faszinierend und zum Teil auch schockierend. Also mach es dir am besten gemütlich und hol dir etwas Leckeres zum Trinken. Nahtoderfahrungen. Eine Nahtoderfahrung ist ein faszinierendes Phänomen, das auftreten kann, wenn ein Mensch klinisch tot war und dann wiederbelebt wurde. Die Erfahrungen variieren zwar stark von Person zu Person, aber es gibt gemeinsame Elemente, die viele Berichte miteinander verbinden. Einige Menschen beschreiben oft ein intensives Gefühl von Frieden, Wärme und Liebe während ihrer Nahtoderfahrung. Sie fühlen sich von einem überwältigenden Licht angezogen und haben das Gefühl, durch einen Tunnel zu reisen, der sie zu einer anderen Dimension führt. Während dieser Erfahrung können sie auch außerkörperliche Wahrnehmungen haben, bei denen sie sich von ihrem physischen Körper getrennt fühlen und sogar Ereignisse aus der Vogelperspektive beobachten können. Berichte über Begegnungen mit verstorbenen Verwandten oder spirituellen Wesen sind für die Betroffenen sehr tröstlich und geben ihnen das Gefühl, dass es nach dem Tod noch etwas gibt. Obwohl Nahtoderfahrungen wissenschaftlich noch nicht vollständig verstanden und erklärt werden können, haben sie wichtige Fragen über das Bewusstsein, das Leben nach dem Tod und die Natur des menschlichen Geistes aufgeworfen. Einige Forscher sind der Meinung, dass sie auf neurologische Prozesse zurückzuführen sind, während andere annehmen, dass Nahtoderfahrungen womöglich einen Einblick in das Jenseits bieten. Wenn dir das Video gefällt, dann lass uns doch ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vielen Dank. Die Geburtskanaltheorie. Die Geburtskanaltheorie bietet eine faszinierende Sichtweise auf den Tod als einen Übergang, der dem Prozess der Geburt ähnelt. Laut dieser außergewöhnlichen Theorie wird der Lichttunnel, den viele Menschen während Nahtoderfahrungen erleben, als Geburtskanal interpretiert. So wie ein Neugeborenes den Geburtskanal durchläuft, um in die Welt zu kommen, könnte die Seele nach dem Tod durch diesen Tunnel in eine neue Existenzform gelangen. Dieser Gedanke regt die Vorstellung an, dass der Tod nicht das endgültige Ende ist, sondern eher eine Art Wiedergeburt darstellen könnte. Es ist ein faszinierendes Konzept, das uns dazu einlädt, über die Natur des Todes und des Lebens nachzudenken und uns fragen lässt, ob der Tod tatsächlich das Ende ist oder ob er vielmehr einen Übergang zu etwas Neuem darstellt. Ist der Tod etwa zugleich der Beginn eines neuen Lebens? Wer weiß. Es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Vorstellung. Die Reinkarnation. Die Lehre der Reinkarnation, verankert in vielen östlichen Religionen wie dem Hinduismus und Buddhismus, betrachtet den Tod als einen Übergang in eine neue Existenz, geprägt von unseren Taten, dem Karma. Karma ist ein zentraler Begriff in den östlichen Religionen, der das Gesetz von Ursache und Wirkung beschreibt. Es besagt, dass jede Handlung, sei es körperlich, geistig oder emotional, eine entsprechende Auswirkung auf unser aktuelles oder zukünftige Leben hat. Dieser Glaube sieht den Tod als eine Gelegenheit zur spirituellen Weiterentwicklung und Reinigung. Das letztendliche Ziel ist es, aus dem endlosen Kreislauf von Geburt, Tod und Wiedergeburt auszubrechen und das höchste spirituelle Ziel zu erreichen, das im Buddhismus als Nirvana bezeichnet wird. In Nirvana erfährt man eine vollkommene Ruhe und Befreiung von den Begrenzungen des irdischen Daseins. Die Idee, dass der Tod nicht das Ende ist, sondern Teil eines größeren kosmischen Prozesses der spirituellen Evolution, fasziniert und inspiriert seit Jahrhunderten Menschen auf der ganzen Welt. Wiedergeburt als Fluch.
Während viele die Wiedergeburt als Möglichkeit zur spirituellen Entwicklung sehen, betrachten einige sie als einen endlosen Kreislauf des Leidens, aus dem es sehr schwierig ist, zu entkommen. In einigen Glaubenssystemen wird das Leben auf der Erde als ein Pfad des Leidens angesehen und die Wiedergeburt wird als eine weitere Runde dieses schmerzhaften Zyklus betrachtet. Im Buddhismus führt der Weg zur Befreiung aus dem unendlichen Kreislauf von Geburt, Tod und Wiedergeburt über den edlen achtfachen Pfad. Dieser Pfad umfasst Weisheit, ethisches Verhalten und mentale Disziplin. Durch die Entwicklung von Mitgefühl, Erkenntnis und innerer Ruhe kann man die Ursachen des Leidens verstehen und überwinden. Die konsequente Anwendung dieser Prinzipien im Leben führt schließlich zur Erleuchtung und ermöglicht es, aus dem Zyklus der Wiedergeburt auszubrechen. Wer also nicht mehr wiedergeboren werden möchte, sollte darauf achten, positiv zu denken und positive Handlungen zu vollbringen, da diese dazu beitragen, gutes Karma zu schaffen und den Weg zur Befreiung zu unterstützen. Kulturelle Unterschiede im Umgang mit dem Tod. Während einige Kulturen den Tod als einen Übergang in eine andere Existenz betrachten, sehen ihn andere als das endgültige Ende des Daseins an. Diese unterschiedlichen Perspektiven prägen nicht nur die Vorstellungen über den Tod, sondern auch die Trauerkultur. In Ghana zum Beispiel gibt es eine Tradition, bei der die Verstorbenen in speziell angefertigten Särgen zu ihrer letzten Ruhestätte getragen werden. Während des Trauerzugs werden die Sargträger von Trommlern begleitet und es kommt häufig vor, dass sie in einem festlichen Tanz die Verstorbenen ehren. Diese Tradition reflektiert den Glauben vieler ghanaischer Gemeinschaften, dass der Tod nicht nur ein Anlass zur Trauer, sondern auch eine Gelegenheit zur Feier des vergangenen Lebens ist. Diese fröhliche Haltung mag für uns Menschen in westlichen Kulturen ziemlich befremdlich erscheinen, aber in manchen Traditionen ist sie ein Ausdruck der Wertschätzung des Verstorbenen. Die Simulationstheorie. Die Simulationstheorie ist eine faszinierende Idee, die besagt, dass unsere Realität Teil einer hochentwickelten Simulation ist, ähnlich wie im Film Matrix aus dem Jahr 1999, in dem der weltberühmte und sympathische Hollywood-Schauspieler Keanu Reeves die Hauptrolle spielt. Diese Theorie vereint philosophische Überlegungen mit dem Einfluss moderner Technologie. Stell dir mal vor, dass alles, was wir erleben, sehen und fühlen, in Wirklichkeit Teil eines virtuellen Konstrukts ist, das von einer fortschrittlichen Intelligenz geschaffen wurde. Nach dem Tod könnten wir erkennen, dass unser Leben nur ein Bestandteil eines viel größeren und komplexeren Systems war. Die Idee hinter dieser Theorie ist, dass wir uns möglicherweise bewusst dafür entschieden haben, an dieser Simulation teilzunehmen, um bestimmte Erfahrungen zu sammeln oder Lektionen zu lernen. Dieses Konzept wirft viele spannende Fragen auf. Was ist die wahre Natur dieser übergeordneten Realität? Wer oder was steuert die Simulation? Und was würde es für uns Menschen bedeuten, wenn unsere Realität nicht wirklich real ist? Viele Experten, darunter auch Persönlichkeiten wie Elon Musk, haben die Simulationstheorie unterstützt. Musk ist der Meinung, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass wir in einer Simulation leben. Seiner Ansicht nach basiert diese Einschätzung auf dem Fortschritt der Technologie, insbesondere in Bezug auf Virtual Reality. Er argumentiert, dass wenn die technologische Entwicklung weiter voranschreitet und wir in der Lage sind, extrem realistische Simulationen zu erstellen, die nicht mehr von der echten Realität zu unterscheiden sind, es sehr wahrscheinlich ist, dass eine fortgeschrittene Zivilisation bereits in der Lage wäre, eine solch komplexe Simulation zu erstellen. Daher ist es nach Elon Musks Ansicht plausibel, dass wir uns in einer Simulation befinden könnten. Wer weiß, vielleicht wachen wir nach dem Tod in der wirklichen Realität auf und stellen mit Erstaunen fest, dass wir uns tatsächlich in einer Simulation befunden haben. Die Unsterblichkeit der Seele. Das Bewusstsein ist das, was es dem Menschen ermöglicht,
seine Umgebung wahrzunehmen und zu erleben. Es ist unser Gefühl von Selbst und unserer Existenz. Die Seele hingegen wird oft als eine Art nichtkörperliche Essenz betrachtet, die unser Bewusstsein und unsere Identität ausmacht. In vielen spirituellen und religiösen Traditionen wird die Idee vertreten, dass die Seele unsterblich ist. Das bedeutet, dass obwohl unser physischer Körper irgendwann sterben wird, unsere Seele dennoch in irgendeiner Form weiter bestehen könnte. Im Universum herrscht nämlich der Grundsatz, dass Energie nicht einfach gelöscht oder vernichtet werden kann, sondern nur in andere Formen umgewandelt wird. Da alles, aber wirklich alles im Universum aus Energie besteht, argumentieren daher einige, dass die Seele eines Menschen, die ebenso als eine Form von Energie betrachtet wird, nicht einfach verschwinden kann, auch wenn der physische Körper stirbt. Ein Glaube ist, dass die Seele wiedergeboren wird, um neue Erfahrungen zu sammeln und spirituell zu wachsen. Eine andere Vorstellung ist, dass die Seele nach dem Tod in eine spirituelle Dimension übergeht, in der es ohne einen physischen Körper weiter existiert und sich entwickelt. Es gibt auch Konzepte, die besagen, dass die Seele Teil eines größeren Bewusstseins ist, das alles im Universum durchdringt. In dieser Vorstellung gibt es keine getrennten individuellen Identitäten mehr, sondern alle Seelen sind Teil eines gemeinsamen universellen Bewusstseins. Es ist eine Idee, die darauf hinweist, dass wir Menschen alle miteinander verbunden sind und Bestandteil von etwas Größerem sind. Diese Perspektive bietet eine interessante Möglichkeit, über das Leben und den Tod nachzudenken, indem sie die Idee unterstützt, dass unser Bewusstsein eine tiefere Verbindung zum Universum hat und dass unsere Existenz über den physischen Tod hinausgeht. Ist der körperliche Tod wirklich das Ende? Der grausame Gedanke, dass nach dem Tod nichts existiert, nicht einmal Bewusstsein oder Empfindung, ist eine tiefgreifende und äußerst beunruhigende Vorstellung. Viele Menschen stellen sich das Nichts als einen leeren, schwarzen Raum vor. Aber selbst dieser Raum ist nicht wirklich nichts. Denn wenn wir uns einen leeren Raum vorstellen, bleibt immer noch die Vorstellung eines Raumes oder einer Leere. Es gibt immer noch eine Form von Existenz, selbst, wenn sie leer oder dunkel ist. Das ist ähnlich wie wenn man sich vorstellt, dass ein Glas leer ist. Auch wenn das Glas keine Flüssigkeit enthält, existiert das Glas immer noch als Objekt. Es ist nicht nichts, sondern einfach nur leer. Das Konzept des Nichts stellt also eine unüberwindbare Herausforderung dar, weil es schlicht unmöglich ist, sich eine Abwesenheit von allem vorzustellen, inklusive jeglicher Form von Raum, Zeit oder Existenz. Dies zeigt, wie schwierig es ist, das Nichts zu verstehen oder sich vorzustellen, und betont die tiefgreifende Natur der Angst vor dem Nichts, die viele Menschen empfinden, wenn sie über den Tod nachdenken. Die Unmöglichkeit, das Nichts zu begreifen, kann zu einem Gefühl der Verlorenheit und Unsicherheit führen. Es ist sehr schwer vorstellbar, was es bedeutet, nicht mehr zu existieren oder jegliche Form von Bewusstsein zu verlieren. Kann aus dem Nichts überhaupt etwas entstehen? Rein vom logischen Standpunkt aus betrachtet, muss es einen Zeitpunkt gegeben haben, an dem etwas entstand. Nach der Big Bang-Theorie begann das Universum als extrem dichter und heißer Zustand, der als Urknall bekannt ist. Doch was war davor? Einige Menschen argumentieren, dass es vor dem Urknall nichts gab. Keine Zeit, keinen Raum, einfach nichts. Daher sei die Frage, was denn vor dem Urknall war, komplett sinnlos. Da es aber womöglich so etwas wie das Nichts nicht gibt, bedeutet das, dass zwangsläufig immer etwas existiert haben muss und auch immer etwas existieren wird. Demnach hat das Universum und die Existenz keinen Anfangspunkt und auch keinen Endpunkt. Wenn man kurz darüber nachdenkt, kann einem schon mulmig werden. Dieses Konzept wird manchmal als unendliche Existenz oder ewige Realität bezeichnet. Es besagt, dass es möglicherweise nie einen Zustand des absoluten Nichts gab und niemals geben wird.
Stattdessen könnte es immer eine Form von Existenz gegeben haben, sei es Raum, Zeit, Energie oder Bewusstsein. Manche Menschen sind daher der Meinung, dass es so etwas wie eine Seele gibt, die unsterblich ist. Unsere Leben sind somit nur kleine Ausschnitte unseres unendlichen Daseins. Eine ziemlich schwindelerregende Vorstellung. Laut dieser Theorie können wir die Frage, was nach dem Tod kommt, damit beantworten, dass es definitiv weitergeht. Wir verlassen lediglich unseren verstorbenen Körper und begeben uns auf eine weitere Reise. Nun aber freuen wir uns auf eure persönlichen Meinungen darüber. Glaubt ihr an die Existenz einer unsterblichen Seele? Oder seid ihr der Meinung, dass es nach dem Tod für immer vorbei ist? Wir sind sehr gespannt, was ihr darüber denkt. Schreibt es doch einfach unten in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.